Einen schönen guten Tag. Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie Sie mit dem Community Boy in Xing Profile auswählen können, die Sie nicht in Ihre Gruppe einladen möchten. Das heißt, wenn es bestimmte Berufsgruppen, Firmenangehörige, Länder oder andere Gruppen gibt, die Sie in Ihre Gruppe gar nicht einladen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, diese vorher in Xing zu selektieren. Ich habe jetzt hier in Xing in der erweiterten Suche die Branche Rechtsberatung und das Land Schweden eingegeben. Hier bekomme ich jetzt 37 Mitglieder, die in Xing aus Schweden im Bereich Rechtsberatung tätig sind. Möchte ich diese jetzt nicht in meine Gruppe einladen, dann gehe ich genauso vor, als wollte ich sie einladen. Das heißt, ich wähle zuerst die Gruppe aus, in die ich einladen möchte, und gehe dann hinterher auf erweiterte Suche auslesen. Mein Speicher ist derzeit leer, das heißt, 0 Daten sind in der Datenbank enthalten. Von daher brauche ich nicht erst den Bestand löschen über die Option Best.löschen. Das heißt, hier werden immer die bestehenden Kontakte, die ausgelesen wurden, gelöscht und nur noch die neuen, die jetzt ausgelesen werden, in die Datei eingefügt. Ja, ich starte jetzt die erweiterte Suche und der Community Boy wird diese 37 Profile jetzt auslesen. Genauso können Sie vorgehen, wenn Sie in anderen Gruppen auslesen. Sie gehen dann in die Gruppe, selektieren über die erweiterte Suche in der Gruppe die Mitglieder, die Sie nicht auslesen möchten, und gehen dann auf Gruppe auslesen. Ja, die Auslese ist jetzt abgeschlossen. Wir sehen in Xing, es wurde auf die letzte Seite 31 bis 37 der Kontakte durchgeblättert und der Community Boy hat 37 Kontakte ausgelesen. Das zeigt er jetzt hier oben bei dem grauen Männchen an. Sollten Sie hier einmal eine Differenz haben zwischen der Selektion in Xing und den Profilen, die der Community Boy ausliest, dann sind wohl Kontakte, die Sie hier selektiert haben, dabei, die Sie schon einmal in die Gruppe eingeladen haben. Denn wir selektieren bereits bei dem Auslesen für die Gruppe, dass keine Mitglieder aus Xing doppelt in die Gruppe eingeladen werden. Daher kann es hier in diesem Fall eine Differenz geben. Habe ich jetzt diese 37 Mitglieder und möchte diese nicht in meine Gruppe einladen, dann klicke ich auf den schwarzen Button mit dem Minuszeichen. Dann bekomme ich eine kurze Meldung. Es wird noch einmal abgefragt, ob diese Profile wirklich in die Liste hinzugefügt werden von den Mitgliedern in Xing, die nicht eingeladen werden. Ich sage jetzt hier ja und dann habe ich auch je nach Datenbankgröße sofort die Meldung, die Profile wurden soeben eingetragen. Klicke ich hier auf OK, habe ich dies abgeschlossen. Dies bedeutet jetzt, dass egal, ob ich jetzt in der erweiterten Suche oder in der Gruppenauslese diese Mitglieder wieder irgendwann dabei habe, werden sie vom Community Boy nicht ausgelesen und bekommen somit auch niemals eine Einladung in meine Gruppe. Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Community Boy. Herzliche Grüße vom Gerald Fockenberg.